Offense-Coordinator Andy Meyer im Kreise seiner Jungs. Die Junioren der Munterbauer Fighting Farmers empfingen zum zweiten Heimspiel der Saison die Heiligenstein Crusaders. Ein Team, an das man keine guten Erinnerungen hatte. Zum Saisonstart gab es in Heiligenstein eine bittere 0:36 Niederlage. Danach kamen die Farmers besser in die Saison, verloren zwar in Trier, schlugen aber in der Vorwoche auf heimischem Platz Bad Kreuznach. Jetzt also das Rückspiel gegen den amtierenden Meister, der auch in diesem Jahr scheinbar eine Nummer zu groß ist für die Westerwälder. Denn früh im ersten Quarter die Blauen erstmals in der Endzone, ein Lauf von Christian Köppe durch die Mitte. Doch anders als noch in Heiligenstein hatte diesmal auch Montabaur was zu bieten. Farmers Quarterback Pascal Rogowski mit dem tiefen Ball auf Lukas Laul. Ein erster Fingerzeig, da ging was heute. Und wie was ging. Die Farmers marschierten übers Feld und belohnten sich mit dem 6:7. Quarterback Pascal Rogowski macht's, findet die Lücke, trägt das Leder in die Endzone. Es steht nur noch 6:7. Der PAT ging daneben, Heiligenstein blieb vorne und erhöhte im zweiten Quarter auf 6:14. Unspektakulär, aber effektiv wieder ein Lauf durch die Mitte von Christian Köppe. Spektakulär dagegen die Farmers Junioren, wieder mit Pascal Rogowski. Der sieht zuerst die Lücke, sieht dann, dass es zu weit ist, hebt ab und verliert im Flug den Ball. Doch der kleine Bruder Julian Rogowski sichert das Leder in der Endzone. Erst kurze Unsicherheit, dann war klar, Touchdown Farmers. Zur Pause stand es nur 12:14. Heiligenstein blickte ein erstes Mal etwas ungläubig in das weite Rund des Monstabor-Stadions. Doch dann legten die Crusaders gleich nach der Pause eine Schippe drauf, machten mit dem starken Laufspiel die nötigen Yards. Kevin Miro durch die Mitte, 15 Yards, Touchdown. Der Eindruck soll nicht täuschen, Heiligenstein marschierte nicht immer so leicht durch die Farmers-Defensive. Hier zum Beispiel stoppt Torben Greff den Lauf mit Erfolg. Doch in der Summe war es schwer, die Blauen zu stoppen. Ein weiterer Beweis. Christian Köppe bekommt das Leder in die Hand gelegt von seinem Quarterback und er läuft gleich den Farmers wieder auf und davon. Uns aus dem Bild und bei Montabaur in die Endzone. 12:26. Die Grünen schienen so langsam ihren Optimismus zu verlieren. Doch das variable Offenspiel der kämpfenden Bauern war gut anzusehen. Da ging auch mal was durch die Luft. Hier Pascal Rogowski auf Joshua Haas. Nur auf dem Weg in die Endzone, da vertrauten die Farmers dann dem Zustelldienst Pascal Rogowski, der diesmal den Weg von seinem Bruder Julian freigeblockt bekommt. Über die rechte Seite, Montabaur verkürzt auf 18:26. Ging da tatsächlich noch was oder war das nur ein Strohfeuer? Manapan Srisok redete auf seine Jungs ein, der Headcoach war sicher, Männer, da geht heute was. Doch zur Überraschung mussten die Crusaders zunächst einmal ihr Angriffsrecht verlieren. Laufspiel Heiligenstein. Irgendwann im Getümmel verliert der Blaue dann den Ball. Es dauert ein wenig, bis klar ist, Montabaur ist zurück im Angriff. Der Jubel zunächst groß, doch da war noch eine Distanz zu gehen bis in die Endzone. Etwas mehr als 10 Yards wieder. Rogowski will eigentlich passen, doch dann findet sich keine Anspielstation und er macht es wieder selbst. Wieder über die rechte Seite. Ein unglaublich starkes Spiel von Quarterback Pascal Rogowski. 24:26. Noch einmal die Crusaders. Der tiefe Pass, das hat den ganzen Tag nicht funktioniert. Funktioniert auch hier nicht. Pascal Krings mit der Interception holt den Grünen den Ball zurück. 3 Versuche. Die Farmers musste nochmal in die Endzone. Der Pass auf Sven Quirnbach, der will es unbedingt bis dorthin schaffen. Doch wird er dann einen Yard vor der Endzone doch noch gestoppt. Egal, nochmal 3 Versuche für die Farmers. Die gelangen zunächst nicht. Dann der Field-Goal-Versuch des Ex-Fußballers Pascal Rogowski. Und der sitzt 28:27. Ein geniales Spiel der Farmers Junioren. Belohnt mit einem Sieg gegen Heiligenstein. Ich habe wirklich an die Jungs geglaubt. Ich habe denen vorgebetet, glaubt an euch, bewahrt den Stolz, bewahrt Disziplin und wir fahren das Ding nach Hause. Und wir haben es mit einem Punkt Vorsprung wirklich dann noch geschafft. Und weil er noch nicht genug gelaufen war, musste Quarterback Rogowski auch nochmal sein Team ablaufen. Zu Recht, nach einem wirklich tollen Spiel der Farmers. Der Unterschied macht, dass wir jetzt viele Jungs im Training haben, richtig gut trainieren können und man sieht, was passiert. Wir gewinnen. Bereits in einer Woche geht es ins nächste Heimspiel. Dann erwarten die Montabaur Fighting Farmers auf heimischem Platz im Montabaur zum Derby die Rockland Raiders aus Neuwied.